machst du das Intro? Willkommen zurück zu Nummer 5 von DQ mittlerweile schon. Also, wir sind jetzt bei Game Nummer 5 der DQ Placement Matches. Wieder mal eine andere Kombi heute. Sivir auf der Botlane zusammen mit der Leona und Brand in der Mitte. Oder Brand in der Mitte. Ja, Brand in der Mitte und einem Top Talon und Chaco Jungle. Mal sehen, wie das wird. Ja. Wir dachten uns halt jetzt, wir spielen mal die Speed-Kombi, mal schauen, wie das funktioniert. Haben wir auch schon öfter gespielt. Dann im Gegnerteam der Gnatop etwas kommen. Elise nach ihrem Buff in diesem Patch wieder sehr, sehr beliebt, sehr stark vor allem. Wayne auf der Botlane mal wieder. Es wird mal wieder Pain in the Ass. Lux Mitte und Blitzcrank mit Wayne zusammen Botlane. Ja. Also, wer sich das letzte Spiel angeguckt hat, die letzte DQ, ja, wir haben mal nachgeschaut, die waren Silber. Also ja, einer zumindest, der Rest war irgendwie unranked. Ja. Also es sind ganz viele unranked momentan irgendwie unterwegs. Ja, wir ja auch, also. Ja, das wundert mich eigentlich, weil wir sind schon ziemlich weit in der Season drin. Summer Splits sind vorbei. Ja. Ist eigentlich nicht so typisch, glaube ich zumindest. Ja, wollen wir versuchen zu pushen und erst Level 2 zu kommen, dann können wir vielleicht direkt reinhauen. Ja, wir können es gucken. Du kannst ja mit deinen zwei Stacks Minions schon mal direkt killen und ich konzentriere mich dann aufs dritte Minion und dann sollten wir die Lane eigentlich gepusht haben. Da ist die Wayne, also die Taunte direkt, warte mal. Lol. Hey Snitch, denkst du eigentlich, wer du bist, hä? Ach komm. Soll ich sie nochmal stunnen? Weißt du, da BM'en sie, weil sie mich grabben. Und dann rennt sie noch in den Busch rein, was macht sie denn da? Kill das Minion noch. Nice. So, und jetzt muss sie erstmal back, währenddem die Minions da sind. GG. Easy. Ich meine, ich wollte mich natürlich nicht grabben lassen, aber ey Jungs, das war sowas von geplant. Ja klar war das geplant. Hallo, die Boy. Wir haben den schon von Anfang an da gesehen. Die Vision hast du nicht gesehen. Der Ward in den Busch, den Blitzcrank haben wir gesehen. Ja, weißt du, sie BM't halt so. Und dann BM ich zurück und dann kommt der Blitzcrank gucken und dann denken die so, oh Junge, den haben wir. Und dann, oh scheiße, das ist eine Leona. Und dann war es weg. Weißt du, ich habe noch alle meine Summoners und ich glaube, sie ist geflasht und hat geheilt. Ja. Level 2. Sie ist Level 1, weil sie hat noch kein einziges Minion. Oh, die Arme. Oh scheiße, der Tower attackt mich auf der Range. Also ich habe auch gewardet, wen haben die denn im Jungle? Ne, Elise? Ja. Musst aufpassen, der Stun hält jetzt 1,6 Sekunden, ne, auf Level 1 schon. Okay. Also ist schon richtig gebufft. Kommst du an die Cannon? Kommst du an die Cannon? Frage ist, ob ich da nicht dran komme. Der Blitzcrank hat auch noch nicht so viel versucht, ne? Nachdem sein erster Hook so definitiv in die Hose Elise? Ja, komm, leck mich. What? Oh, Junge. Ich sag... I'm sorry. Dieser Max Range Hook, Mann. Ich habe gar nicht auf den geachtet. Ich muss mir das angewöhnen, wieder mehr auf alles zu achten und nicht nur dann auf den, dem ich dodge. Ich hätte healen und flashen können, aber das war es einfach nicht mehr wert. Ich war da tot, wer hat den Kill bekommen? Ah, die Elise, das ist okay. Oh, schade. Ich dachte, du stunst sie. Nee. Ging nicht mehr. War dann schon wieder weg von mir.
Ja, trotzdem gut gemacht. Eigentlich würde ich ihn dazu kriegen, mich zu grabben. Ich glaube nicht, dass er das versuchen wird. Ich habe halt keinen Ward mehr, ne? Und meiner läuft gleich da oben ab. Ich habe noch einen. Ja, was versuchen wir denn jetzt? Wir gucken, dass wir vor ihnen Level 6 erreichen, auch wenn sie irgendwie vor uns Level 4 erreicht haben jetzt. Zumindest vor mir. Warum auch immer. So, jetzt bin ich auch Level 4. Aber auf Level 6 sollten wir sie eigentlich holen. Ja, aber meine Ulti ist stärker als Blitzcrank's eine, glaube ich, so von... Das Problem ist, wir müssen die Wayne CC, ne? Weißt du, wir brauchen die CC Chain of Wayne und dann ist alles cool, weil dann exhaustest du sie, du stunst sie und dann stunst du sie nochmal. Und dann ist sie schon so gut wie tot. Dann kann sie halt mit ihrer Ulti nicht viel machen. Der Blitzkrieg, der nervt mich. Ja, ich kann halt auch nichts gegen den tun, ne? Ich weiß nicht, wieso die Wayne mehr XP hat als ich. Lol. Guck mal, das war eine Combo von uns. Go, 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 go. Ich hab leider keine Ulti. Stun ihn, stun ihn, stun ihn, stun ihn, stun ihn. Warum hast du dich nicht einfach umgedreht und hast ihn gestunt, Bro? Ich wollte eigentlich noch ihr hinterher springen. Ja, aber... wieso? Du hättest doch einfach nur ihn stunnen müssen. Jetzt bist du gestorben, jetzt. Das ist doch kacke. Bro, sei nicht so gierig. Ja. Wenn ich sag stun ihn, dann dreh dich einfach um und stun ihn. Scheiß auf die Fotze da. Es hat keinen Sinn, hier zu chasen, weil dann siehst du, was passiert. Die Hure hat dann noch den Kill bekommen. Einfach auf Blitzcrank. Guck mal, wenn die vor dir ist und wegläuft, dann dreh dich einfach um und geh auf den Hintern. Immer, immer. Ja. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber sonst eigentlich immer auf den. Weil den kannst du killen. Die vor dir, die ist eh schon am Tower. Die können wir nicht mehr killen. Die wäre weg gewesen, egal was du gemacht hättest. Du hättest einfach nur umdrehen, Q in die Fresse und er wäre tot gewesen, weil er war ja schon low. Aber dann flasht er halt über dich und grabt dich in Tower und du bist tot. Ja. Und damit feeden wir die Wayne und kriegen nichts. Bin halt immer noch nicht Level 6 und siehst Level 6. Ich brauche immer noch einen Minion. Also beim nächsten Mal einfach umdrehen, okay? Ja. Wie lange noch bis Level 6? Keine Ahnung. 3-4 Minions. Okay, ich spare jetzt Mana. Ja, ich wusste, dass es die Cannon Wave ist. Ulti. Willst du? Ja, aber... Eröffne mit E, ne? Nicht mit der Ult. Ja. Okay, wie lang Cooldown? 10. Okay. Geht. Ah, da hättest du sie einfach stunnen können. Ja. Elise ist da, Elise ist da. Na, du bist tot. Ben.
Ja, ich habe versucht, dir noch kurz zu helfen. Bevor er mich jetzt wieder stunt. Kill sie, ja, sie ist tot. Nice. Ja. Jawohl, nice. Ja, geil. Zwei Der Kills für. Blitzcrank ist. Sorry, der Blitzcrank ist hier. Ja, alles okay, der kann nicht stehlen. Wen haben die. Ah, Elis ist noch nicht wieder da, denke ich. Nice. Nice, nice. Zwei Kills für Chaco. Ich hoffe, der kann spielen. Dann kann er damit ziemlich viel anstellen. Ich muss backgehen. Bleib einfach am Tower, ne? Geh nicht so weit vor, sonst killen die dich. Die sind nicht so dumm wie die letzten. Ich kaufe nochmal zwei Wards. Drei Wards. Ich habe mein BF-Sword jetzt. Sie ist auch wieder da. Lass mich erst die Wave clearen. Oh. Weil sonst Mach machen die ruhig. Minions zu viel Schaden. Nope. Okay, nice. Good job, bro. Okay. Ja. Der war schön. Schade. Kann mir eh nicht so viel machen. Doch, er kann nicht wieder in den Tower rücken. Frage ist, ob er es nochmal schafft. Na, jetzt stehst du ja freiwillig unterm Tower. Und, oh, er überlebt oh, es. Was. Scheiß Schild, Mann. Ja, ich dachte mir so, warum attackst du ihn nicht einfach mal, ne? Den Tower sollten wir kriegen. Ja, der Tower ist uns. Nice. Die ist wieder da. Ja, lass am besten eine Runde back gehen und dann mit dem Geld, was wir haben, die Mitte pushen. Obwohl, nee, lass direkt die Mitte pushen. Ich habe auch 20 Sekunden auf Ult. Ich habe meine Ult. Wir könnten 15. Wenn du kurz wartest. 13. Engage, engage, ja. los, rein, 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 rein. Okay. Du musst da weg. Ich hab den Tower getankt zu lange. Und der Brand ist nicht hinterher. Die ist noch da. Oh oh. Oh nein, fuck, fuck, fuck. Ich hab hier. Ich bin auch weg. Wäre der Brand mit reingegangen, hätten wir das geschafft. Weil dann hätte ich geheilt. Und den Movement Speed hatten wir auf jeden Fall, um sie zu killen. Aber ich glaube, sie ist fuck. Geflasht, oder? Nein. Oh, du überlebst das, du überlebst. Da. Nein, diese Luftröte, ich hasse sie. Du hättest nur rauslaufen müssen, du hattest genug Movement Speed. Wow. Na scheiße. Da habe ich eh zu spät gedrückt. Ja, aber Brand in der Mitte steht. 1-1. 1. Also da ist alles in Ordnung. Wir wollen mehr Schaden kaufen. Denn, ihr wisst ja. Nur Damage macht Damage. Botlane Tower wird von Rot gepusht. Talon verteidigt hier die Mitte. Sollte er schaffen. Wenn er nicht gehuckt wird, sollte er das locker schaffen. Was hat er für einen? Er hat Hydra ausgebaut. Okay, ja, ist nicht so gut. Man sollte nicht Hydra finishen. Also das delayt nur den Core-Build. Und
Talon braucht den Lifesteal eigentlich nicht, weil Talon relativ wenig Auto-Attacks macht. Bleib in der Mitte, bleib in der Mitte. Und ja, da kann man in der Zwischenzeit locker einen Brutalizer kaufen für das Geld oder das BF Sword zum Infinity Edge. Also das delayed eigentlich nur den wahren Damage, den Talon macht. Aber mit 3-1 wird das gehen. Er hat immerhin mit Flask gestartet, das ist richtig. Also eigentlich egal gegen was ihr spielt, könnt ihr mit Flask oder müsst ihr eigentlich mit Flask starten. Weil sonst wird es nichts mit dem Sustain in der Lane. Dann werdet ihr einfach downgepoked und seid useless as shit. Okay. Bot Tower ein bisschen gepusht. Oh, da kommt die Dings kommt. Die Elise. Lux ist in der Mitte. Ja, die Elise ist hier unten in der Botlane, aber die Follow. Ich komme in der Mitte, ich komme. Ich warte mal deren Red Buff. Mal sehen, ob der irgendwie. Nö, hier ist niemand. Ich komme. Wir kriegen den Tower. Was sollte die Ulti? Weiß ich nicht. Nein, da kommt der Auto-Attack noch durch. Es ist kein gutes Spiel. Aber hier, die Verteidigung von Rot steht auf jeden Fall. Den Tower werden wir nicht bekommen. Brand, nur noch half HP, versucht jetzt hier zu engagieren auf den Gnar, aber der hat sein Gnar-Buff wohl. Der wird jetzt mega Gnar. Und ja, das war's. Damit ist Gnar zu tanky. Da geht's nicht weiter. Low HP auf zwei Membern von uns. Drake ist up. Und da kommt der Dragon ab. Das ist Bad Timing, aber der Gnar ist leer. Das heißt, Gnar hat jetzt erstmal keine Ultimate. Das ist immerhin gut. Der Poke von Brand ist auch sehr nice. Elise nur noch half HP. Chaco full HP, dadurch, dass er Botlane war. Mitte wird jetzt bedrängt, aber sie kommen jetzt alle zu Drake. Wollte ich noch abhalten. Und Drake ist gemacht für Blau, also für uns, und da kommt der Damage von uns raus. Und Lux stirbt auch noch, nice. Die Quadra für Chaco. Und da kommt der Penta, lass ihm den Penta. Kommt schon Chaco Penta. Ja, da kommt der Pentakill für Chaco. Nice. Well played, wir können den Mid-Tower. Komm schon, Jungs. 5 Kills, warum backen? Los, Mid-Tower. Komme. Einfach weiter die Advantage Potion. Warum sollte man aufhören, sich was zu holen? Es ist doch kostenfrei. Jungs, ihr müsst dafür kein Gold zahlen. Einfach hingehen, Autotext draufschmeißen und die. Ich bin sogar schon gleich da und ich bin gerade erst losgelaufen. Der Gnar ist Top Lane, er wird jetzt aber von Talon gecached. Und wir werden da jetzt auf jeden Fall hingehen. Der Top Tower fällt, aber der Gnar-Bar ist full, da kommt der CC und die Ultimate und dann ist Talon auch tot. Oh, hat er das überlebt? Ja, das war der Flash, Quick Reactions, und ich gehe mal lieber hier lang. Oh, da kommt der Felsbrock in die Fresse und Q. Oh, komm. Oh, schade. Ja, geil. Da war der Kill, ich komme jetzt auch mit dir mit. Da ist die Lux in der Mitte am Pushen. Oh, aber wir haben nichts ab. Also, kein Mana für mich. Und ja, da der Fight, Chaco engaged mit Taylor zusammen und Jesus. Das ist nicht gut. Mein Headset ist leer. Und ja, da ist wieder der Triple Kill für Chaco. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Da ist Knall. Das Game sollte eigentlich gelaufen sein gleich. Letzter Mann alive. Weiß nicht, wie effektiv das ist. Er hat noch kein Damage, also. Er ist Full Tank gegangen. Damit kann er nicht viel anfangen. Und Chaco
mit 14-0 hier sehr gut am Carrying. Da ist auch Gnar tot, bevor der Gnar full ist. Das soll es hier auf jeden Fall der Inhibitor sein. Auf jeden Fall der Inhibitor, da kommt die Luxult. Ja, das war's. Und der Bot Tower, der Bot Tower. Den Bot Tower gibt es auch noch gratis oben drauf. Ja, da wird erstmal noch der Bot Tower abgehackt. Mal gucken. Ja, der Inhib sollte auf jeden Fall drin sein. Der Inhib, ja, das ist der Inhib. Oh, da kommt der Engage von Leona, aber kein Follower vom Team. Scheiße. Ich hatte leider. Der war richtig bad von mir. Leider alles auf Cooldown. Wow, da kam die Lux eh. Einfach instant tot. Da haben wir wohl nicht drauf geachtet und. Nein. Naja, GG, well played, der Surrender Award 4-0. Damit Sieg Nummer 3. Das ist doch geil. Wir sehen uns beim nächsten. Bis dann. Bis dann. Ciao. Oh, ich muss mal mein Headset laden jetzt. Also, sonst geht es gleich aus.